Hi, mein Name ist Dominik Suslik und wir befinden uns hier am Olympiastützpunkt in Hannover. Zusammen mit Kai und Laura widmen wir uns heute dem Thema Neuroathletiktraining und neurozentriertes Training. Im Fokus in der nächsten Übungssequenz das Visualtraining. Das Visualtraining ist ein wesentlicher Bestandteil des neuronalen Trainings. Eine Fähigkeit, die sowohl für den Spielsportler als auch für Läufer wichtig ist, ist die Fähigkeit, zwischen nah und fern zu switchen. Das heißt, den Fokus der Augen von einem naheliegenden Objekt zu einem fernen zu wechseln. Wir haben dafür zwei Vision Charts, eins für die nahe Sicht, eins für die ferne Sicht und werden gleich das Ganze in einer Challenge Spielsportler gegen Läuferin einmal testen, wer hat die besseren Fertigkeiten im Bereich der Akkommodation, sprich dem Fokus von nah zu fern. Training der Akkommodation, der Wechsel zwischen nah und fernem Fokus. Für den fernen Fokus bringen wir ein Chart an der Wand an, das hier schön bappt. Wir machen so, sowohl Laura als auch Kai sind 30 Sekunden aufgefordert im Wechsel der Reihe nach von links oben nach rechts, Zeile für Zeile, Buchstaben vorzulesen. Wir zählen, wir gucken, wie weit sie kommen. Ziel ist es, möglichst viele Buchstaben korrekt im Wechsel vorzulesen. Ich habe die Zeit. Ladies first. Laura, du darfst das Chart nehmen, nimmst es in die Hand, stellst dich so im Abstand ruhig noch einen Schritt weiter zurück von 2 bis 3 Metern auf. Wir stoppen dabei die Zeit. Bist du bereit? Ja. Und ab geht's. Und stopp. Okay. So, du bist hier bis zu dem L gekommen. Und das gilt es zu schlagen. So. Wir gucken uns das Ganze einmal im Vergleich an. 3, 2, 1 und ab. R, A, K, Z, M, L, J, T, D, E, C, R, O, M, R, Q, T, V, T, G, F, H, B, L, W, und stopp. Okay, knapper Sieg für den Mann in der Runde. Er hat der Frau nicht den Vortritt gelassen. Okay. So ist es. Wie gesagt, nicht verwunderlich, dass der Spielsportler in der Fähigkeit zwischen nah und fern zu switchen wahrscheinlich die etwas ausgeprägteren Fähigkeiten hat. Wie gesagt, eine wichtige Fähigkeit im Rahmen des visuellen Trainings, die Fähigkeit zwischen nah und fern zu switchen, die Dinge scharf zu sehen und auch immer wieder scharf einzustellen. Viel Spaß beim Ausprobieren.